Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 46, 4 Uhr und 3 in der Früh. Und wir gehen jetzt raus, holen uns ein bisschen Holz und ja. Haben wir das schon mal weg? Vielleicht noch ein bisschen Klee buddeln und ja, dann mal schauen, was passiert. Mal darüber düsen. Gucken, ob wir da mal ein bisschen stahlmäßig noch was upgraden können. Und die Wände vor allem. Und oben vielleicht, aber ich mache erstmal unten die Grube soweit fertig. Dass wir da alle sicher haben. Rups. Hüpf. Ne, Emma. Ach, guck mal dann. Okay. Holz muss ein bisschen warten gerade. Ja, wo kommt die denn her? Oh, das ist aber nett. Machen wir erstmal ein bisschen Action. Wo bist du? Und Spidey. Geil. Flatsch. Noch eine. Oh. Jetzt. Oh, Arm weg. Na komm, schrei. Hat sie schon geschrien, ne? Jetzt. Und Ferala. Aber ist toll. Zwei Ferale sogar. Ja, die Horden, also jetzt die Heathorden, die werden jetzt echt heftig. Ich habe keinen Stahl dabei zum Reparieren. Das ist natürlich blöd jetzt. Na komm, erledigen wir erstmal so ein bisschen was hier. Aus Emmerlein, hüpf da rein. In die kleine Grube rein. Wie ist sie denn da? Guck mal, die Armlose. Ja, hör auf rumzubölken. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Kopf, aber ist gar kein Kopf. Mädel. Noch eine? Da habe ich einfach nicht erwischt. Bam, bam, bam. Oh, hier oben bröckelt's aber. Da ist einer, siehst du? Nach. Ja, wenn du da explodierst, ist alles gut. Ach, ein schöner Tag zum Töten. Noch einer. Wenn die ein bisschen schlau wären, dann würden die auf die wunden Punkte hier gehen. Oh, ich sehe schon, er bricht gleich irgendwie zusammen. Arschkeks. Gott sei Dank. Zack, zack, zack. Gut, dass ich so viel Munition gemacht habe. Wo ist sie denn? Die schreit da immer noch rum, aber ich sehe sie nicht. Emma. Da! Nur Ruhe! Yay! Guten Tag, Schwester! Ach ja! Na, da göbelt schon wieder einer. Ich habe ihn noch gerade gehört. Da! Digga, lass das. Zeig mir deinen kleinen Kopf, du dicker Polizist. Oh, das war's schon. So, der Ferale, der ist ein bisschen behindert. Tot. So, du noch. Und du noch. Na komm. Noch irgendjemand? Nee.
Schön. Da hinten ist vorne was langgelaufen. Bisschen erwischt. Ja. Juppie. Das ist doch super. Kleine Horde zum Anfang. Das macht doch Spaß. Sollen wir zum Looten? Nee, ne? Und hier sieht doch noch alles recht heile aus. Painkiller, immer gut. Geld, das war bestimmt eine Krankenschwester. Öl, yay, Öl, super. Nö, da, nö. Aha. Das war ein Feraler. Ja, das ist doch ein bisschen Ausbeute. Da sage ich doch nicht nein. Ich lasse das trotzdem alles hier. Weil wir wollten ja Holz holen. Da bin ich mal gespannt, wie es drüben in der Stadt abgeht. Oh, guck mal da. Mann, was ist denn los? Na, Digga. Patsch! In your face! Da läuft noch was. Oh. Ah, die Reichweite von dem Ding ist schon echt gut. Aber die Haltbarkeit ist halt Schitte, ne? Also, hm. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was schrauben. Also Sniper-Teile. Ich glaube, ich habe drüben noch was. In der einen oder anderen Stadt. So, Nummer sicher. Hirsch. Jetzt habe ich gerade das Messer weggepackt, ne? Aber Fleisch ist immer gut. Ja, Hasen wären jetzt noch lustig mit der Shotgun. Müssen wir mal gucken, wenn wir einen Hasen sehen, ob wir den dann damit kriegen. So, und Durst. Aber jetzt erstmal weiter Bäume holen. Holz, Holz, Holz. Wieder richtig Leben in der Stadt, das freut mich. So. Das ist natürlich auch eine Idee, mal so eine Baumfarm ein bisschen erhöht zu bauen. Und dass die Zombies da nicht draufkommen. Das Problem ist dann wieder, wenn sie unten irgendwie einen Stützpfeiler weghauen, dann war es das ganz schnell. Rucksack hat mich jetzt erschreckt. Da, 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 da. Ach Mann, ich liebe dieses Spiel. Ey, verdammt. Das habe ich noch nie gehabt, selbst mit WoW nicht. Dass ich ein Spiel so extrem gesuchtet habe. Tada, 166. Oh, Skillpunkte, cool. Wollen wir mal gucken, was wir dafür weghauen. Tabula Rasa. Ist ja schön am Holz, es geht nie aus, ne? Selbst Steine sind ja endlich. Also ich meine, nicht, dass man es schaffen würde, mal hier die komplette Map abzubauen, aber irgendwann wäre Stein auch weg. Und Clay. Ja, bis sie das schafft, das wäre mal eine Aufgabe. Alles, das komplette Spielfeld wegzubuddeln, zu sprengen, was auch immer. Um wirklich nur Bedrock zu haben. Ich meine, warum, ne? Warum sollte man das wollen? Aber einfach nur, um es zu machen. Ich glaube, das wäre schon echt extrem. Und was haben wir? 1, 2, 3, 15.000. Noch keine 20.000. Machen wir die Reihe noch weg hier und die letzte lassen wir stehen.
dann darf es erstmal wieder ein bisschen wachsen hier. Tschüss. So, jetzt nicht auf die Kiste. So. Und der letzte, und dann pflanzen wir mal eben schnell wieder alles voll. Mal Platz, jo. ...64 Pine Seeds. Hast du was dabei? Lecker, lecker. So, komm. Das geht so schnell. Kannst du schön drüber rennen. Zack, 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 zack. Gut, haben wir wie viel Holz jetzt? 20.000, fast 25.000 Holz. Das ist doch ordentlich. Hier nochmal ein, zwei Reihen mehr bauen. Nee, nee, komm, das reicht. Pack die Samen hier rein. Ups, da sind sie. 153, ja, da können wir noch ordentlichst erweitern. Schön. Yippie. Holz, Holz, Holz. Können wir schon ein paar Woodlocks machen? Nee, machen wir 500. So. Restliche Holz kommt unten in die Kiste wieder rein. Dann muss ich auch mal irgendwann hier oben. Warte mal, wir können ja erstmal gucken, ob hier irgendwas. Honig. Öl wäre gut. Ich brauche eigentlich nur Öl. Oha. Ja, ja, da haben wir schon gut geaßt hier. Okay, Federn, Papier ist auch gut. Geld kann man zu Papier machen. Mein Gott. Wow. Okay. Das nenne ich mal Jackie Potty. Jackie Potty. Mhm. Sehr schön. Komm, Öl. Oh Mann. Die Pfeile kann ich doch eigentlich direkt scrappen. Wir verschwenden nichts. Bis auf Sandwiches und Moldy Bread, weil Antibiotikum habe ich genug. Wasser brauche ich auch nicht. Habe ich auch genug. Okay, cool. Ja, also langsam nimmt es hier oben Schaden. Also könnten wir mal irgendwann reparieren und das hier mal upgraden. Aber ich möchte mich jetzt echt wirklich mal erst auf die andere Seite konzentrieren. Auf den Pit Nummer 2. Super. Das war doch mal erfolgreich. Open the door, close the door. Yippie. Ah. So, erstmal das ganze Essen und Tiergedönse hier rein. Ach, Honig hatte ich hier, okay. Nein, ach. Mensch, so. Den Honig eben noch umschichten. Zack. Zack. Meat Stew ist fertig. Rein essen. Gut, Papier und das ganze Zeug wieder hier rein. Also so. Pling. Wellness plus 1. Yippie, yay. Money, money, money. Das ist auch ein bisschen LED, aber diese Vending-Maschine können wir auch noch mal irgendwo hinbauen. Das ist ja echt dann wirklich nur interessant für PvP. Und gucke. Guck mal. Schön. Ja, moi. Können wir hier noch ein bisschen Forges feuern. Zack. Steel. 8 nur. Na gut, der ist nicht mehr so lang. Hat nicht mehr so lang gebrannt. Ist nicht mehr lange gebrannt. Ey, ich habe heute wieder Wortkotze am Start. Das ist echt so, wenn man nicht viel redet. Ja, siehst du? Verstehst du? Passiert sowas mal. Ein nur. Nee, 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 Kinders hier.
brennen muss das. Ist auch alle aus. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Na komm, brennen die halt alle unterschiedlich lang. Egal, Karl. Lass mal wieder ein bisschen Stein wegkloppen. 45 Minuten sollten reichen. Dass wir da nicht leerlaufen, das wäre Verschwendung. Zack, zack. Ja, und die letzte hat halt Pech gehabt. Ob das läuft so ein bisschen. Gut. Packen wir das meiste Holz mal hier rein. Ein Stack nehme ich immer mit, falls man mal irgendwas bauen muss. Also man braucht es ja eigentlich immer, von daher. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob die Teile hier... Jo, die sind gut. Und der Receiver ist auch mega. Dann gucken wir mal, ob unsere Shotgun hier jetzt... Ja, das könnte in der Tat was werden. Achtung. Zack, zack, 600. Yeah, okay, das wird wahrscheinlich... Ah, fast. Fast. Aber... Da sind wir der 600 doch. 585, ja komm, also... Und ich pepsicher sein als der Papst hier. Du da rein, du da rein. Dich nehme mit. Ja, die 97er Teile, die lohnt sich nicht da, um da jetzt die Welle zu machen. First Aid, du da rein. Und ja, dann würde ich sagen, packen wir mal den Stahl ein, fahren rüber. Essen habe ich dabei, trinken habe ich dabei, ich habe alles dabei. Was ich brauche und ja. Läuft auch noch ein bisschen. Trischig, trischig. Dann tun wir das doch. Soll ich noch Concrete Mix mitnehmen? Kommt zur Sicherheit. Ein wenig. Und den Stahl sollte ich mitnehmen, ne? Töte. Boah, was wäre es jetzt gewesen? So. Nein! Habe ich vielleicht noch was drüben, aber vorsichtshalber. Kommt auch da noch ein bisschen was mit. Und die Iron Bars. Ja, setz dich hin. Egal. Ja, bin ich mal gespannt, was drüben los ist in der Stadt. Also hier war jetzt schon richtig Action. Ich hoffe, dass drüben auch noch Action ist. Obwohl, muss ich raus? Ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Käfig raus die Wand upgraden kann. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Sonst könnte es schwierig werden mit dem, wenn ich abstürze, sterbe. Das wäre richtig scheiße. Ich überlege jetzt gerade, ob ich einmal oben gucken gehe, ob da noch Sniper-Parts sind, die ich eventuell zum Upgraden benutzen könnte. Nee, wir fahren jetzt runter. Komm, wir fahren jetzt runter, bauen weiter. Gucken mal, ob wir ein paar Freiwillige finden, die in die Hütte reinspringen. Und dann können wir auch mal vielleicht eine Runde durch die Stadt rennen. Ich habe das Gefühl, der fährt langsamer, oder? Ist der Weg einfach nur so lang? Wo sind wir denn? Schnee? Jetzt gleich. Hui. Ach genau, hier Potassiumabbaugebiet. Blöder Bug. Wow, 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 okay. Das sollte ich vielleicht mal zumachen. Nicht, dass das Spiel dann meint, ja, man kann mal durch die Welt fallen. Boah, das wäre ärgerlich. Mini, 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 mini. Ja, fast. Wie ist eigentlich Wellness Maximum? Wie hoch? 200? 250? Ich weiß das gerade gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei Folge 125 in dieser Staffel. Ich glaube, so viele Folgen hatte ich noch nie. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist schon Wahnsinn, echt. Also für alle die dabei sind, danke, danke, danke für euren Support. Das ist der absolute Hammer, dass ihr euch das anschaut. Und mich auf diesem Abenteuer begleitet. Das ist echt cool. Dafür hupe ich. Upsa. Oh, guck mal, da war noch ganz viel Eisen. Also Material geht uns auch nicht aus. Echt, das ist ja unglaublich, was hier alles rumfliegt. Und
Was für eine Fahrt. Aber ich glaube, da hinten, guck mal, der macht schon komische Blinkspiele. Es kann natürlich sein, dass wir da direkt gleich... Ja, da ist Ende. Ja, ja, ist ja gut. Na, das mit dem Durchgucken ist echt blöd. Also ich meine, man kann es ja mal benutzen so, aber dann ist es nicht ganz so eintönig. Das ist der einzige Vorteil davon. Ansonsten fände ich es halt schon gut, wenn man nichts sehen würde. Was hat er denn jetzt schon wieder? Durst? Ja, komm. Gleich auf dem Bike trinken. Ist doof. So, und da sind wir. Jetzt Patschbeeren hier unten, alles voll. Okay. Da ist also ein bisschen was. Guck mal, da knistert was. Hört ihr das? Das lasse ich drin, das kommt mal da rein. Du kannst auch weg. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das hier geupgradet kriegen. Abgegradet kriegen. Ja, was auch immer. Die Doppeltür. Hallo. So, wie viel... Boah, das alles... zu Stahl machen. Könnte eine Aufgabe werden, ne? Aber... fangen wir einfach mal an. Zumindest die untersten drei Reihen schon mal. Jetzt komme ich da in die Ecke. Ja, wird schwierig. Komm, komm. Boah. Das ist hart. Und... ja, aber hat geklappt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch einer neben ist. Das werden wir gleich sehen. Nee, passt. Super. Yeah. So, den Boden möchte ich natürlich auch noch machen. Aber wir gucken erstmal, dass wir die untersten drei Reihen hinkriegen. So. Muss doch mal parieren hier. Ja. So, vor allem wenn der Boden dann so gemacht ist, dann ist das ja diese schöne Gitteroptik. Das sieht dann aus wie so eine Blutablaufwanne. Na komm, na komm. Na komm. Fuck. So. Passt, passt, passt. Los, komm. Yeah. Suppi. Klatsch, 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 klatsch. Ja, kriegst gleich was zu trinken. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen hier. Ich find's halt sehr schön, wenn jetzt mal irgendwas reinfallen würde. So einfach so just for fun. Ja. Was sag ich? Wo ist er denn? Das war ja wie bestellt. Nichts zu sehen. Ist ja irgendwo auf den Spikes gelandet und da kaputt gegangen. Ist auf jeden Fall Matsch gemacht. Da. Ja schön, es funktioniert. Trotzdem erschrocken, scheiße. It's raining zombies, halleluja. Ach schön, das hat funktioniert. Und wie sie direkt sterben. Also ein paar, nicht alle, ne? Ja. Party hier unten. Geil. Nein, komm, da. Boah, das ist echt ein Millimeter hier. Los, ja. So. Nächste Reihe. Komm, komm, komm. Zieh, zieh durch, Junge. Junge, du schaffst das. Jawohl. So, wie viel haben wir mit ungefähr 2000 noch was Stahlbaren, ne? Mal gespannt, wie viel gleich übrig ist.
Auch ein bisschen nett. Ein bisschen nett, das ist nett. Hahaha. Ha, ha. So. Mal hier durchziehen. Knüppelhart. Und. Jupp. Jetzt sind die Ecken innen drin natürlich nicht, aber. Egal. Cool. Wie viel haben wir noch übrig? Oh. Okay, 80 Blöcke würden noch gehen. Aber das sind mehr als 80 hier, ne? Warte mal, 3 mal, ja, viel. Ich meine Tür da. Judentag. Also das kriegen wir auf keinen Fall noch alles hin. Vielleicht müssen wir das ja auch gar nicht. Vielleicht reicht das ja so. Oben möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Bevor er mir noch weiter auf den Keks geht hier. Ah, da oben ist ein bisschen was los. Wie schön. You are busy. Indeed. Zack. Hallo. Ihr kleinen Kacker. Anlegen, zielen. Patsch. Hi. Ja, wir feiern eine lustige Party. Hier kommt's denn ein Ei. Nicht da stehen bleiben. Ist er noch gar nicht trocken. Bam, bam, bam. In den Staub mit dir. Okay, sollen wir mal 25, ob das reicht? Wieso habe ich diese scheiß Pistole eigentlich mitgenommen hier? Ach komm, Quatsch. Ich probiere jetzt mal was. Ist mir gerade eingefallen nach den ganzen Stunden, 7 Days. Ne, ist auch Blödsinn, ne? Ne, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Könnte ich entweder besser von unten machen. Mit dem letzten Schuss. Ihr wo denn? Ihr was denn? Ja, komm. Komm. Wie ruhig es dann ist, ne? Wenn sie runterfallen. Also kein Sterbenswörtchen mehr. Noch nicht mal das Sterbenswörtchen, leider. Wie kommen wir jetzt da hoch? Von hier geht's nicht. 4, 5, 6, 7, 4 sind schon 8. Das reicht nicht. Das sind schon 28 alleine. Verdammt. Verdammt. Na gut, dann komm. Machen wir hier schon mal alles schick. Dass wir da das schon mal so weit haben. Und wir brauchen weit mehr Stahl, als wir jetzt schon hier verbraten haben. Deswegen muss diese Maschinerie drüben eigentlich durchgängig laufen. Ding, ding, ding. Jetzt haben wir noch. Ja. Bloß nicht runterfallen. So, also wir brauchen noch mehr Stahlbarren, wir brauchen noch mehr Iron Bars. Komm. Was ist los? So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Macht Sinn, ein paar Forges hier unten reinzustellen? Was heißt unten rein? Wir haben oben welche. Mein Gott. Ja, verzeiht mir. Der geht weg und der geht weg. Alles klar. Ja, machen wir auch mal ein Upgrade eben. Zack, zack, zack. So.
Ja, wozu sollte ich... Ich habe doch hier Forges ohne Ende. Okay, das heißt, wir brauchen Clay. Haben wir hier ein bisschen was? Clay und Eisen, da können wir auch direkt einschmelzen. Und haben dann sogar den schönen Effekt, dass wir noch ein bisschen Spaß haben wahrscheinlich. Hallo? Fall? Sehr cool. Dann habe ich hier Eisen drin? Natürlich nicht. Okay, aber hier müsste ja eigentlich, wenn ich hier ein bisschen buddel, so viel Eisen rauskommen. So, 31 Barren noch übrig. Macht jetzt keinen Sinn, da noch irgendwie großartig was zu basteln. Ditte heißt... Oh, Concrete haben wir so viel, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Also Concrete Mix ist echt ein bisschen was da, würde ich sagen. Das ist die große Frage. War hier irgendwo eine Eisenader? So, ganz spontan. So, hier bestimmt irgendwo, ne? Ist das Gravel, oder? Problem ist, ich kann jetzt nicht mit dem Bike hier reinfahren und dann absteigen, weil das geht schief. Ich guck jetzt einfach mal, ob hier irgendwo zufällig... Hier ist Gravel. Let. Ja, wo Let ist, ist Eisen nicht weit, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Gucken wir einfach mal. Buddeln wir hier ein bisschen rein. Und schauen uns das Ganze mal an. Also Let ist hier echt en masse. Dürfte da auch Eisen sein oder Kohle oder Potassium oder irgendwas anderes noch. Weil ein Erz kommt selten alleine. Und da haben wir... Nee, schade. Schade, schade, schade. Ich habe nämlich keinen Bock mehr hin und her zu fahren. Also es ist eigentlich ganz gut, wenn man drüben mal eine Stunde anstellt. Dann läuft es durch. Und dann hier wieder ein bisschen Gas gibt. Okay, da geht's LED weiter. Das Problem ist, wir haben jetzt wieder Steine ohne Ende hier. So, ein bisschen aufpassen. Oh, LED, 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 ui. Und zack. Ne, wir sind ja Gott sei Dank tief genug. Aber das wäre jetzt so ein schönes Loch nach oben. Eieiei. Ui, ui. Hier bricht wieder alles zusammen. Eisen, Eisen, Eisen. Muss irgendeine Eisenader finden hier, komm. Na? Ich bin dann aber auch mal so ungeduldig, sag ich mal so. Also wenn ich es nicht finde, dann... weißt du, dann will ich direkt weiterziehen und woanders suchen. Weil LED ist zwar super, aber Eisen wäre noch schöner. Also 2.000-3.000 Barren brauchen wir auf jeden Fall nochmal. So ein bisschen Eisen hier rausgezogen. Aus dem Stein, aber das reicht ja bei weitem nicht. Süden-Mini-Bike? Nein, die Richtung. Dann gucken wir einfach hier nochmal. Vielleicht ist ja irgendwo hier gleich so ein bisschen Eisen, was aufblitzt. Aber guck mal, das ist alles LED. So ein bisschen Eisen nur. Auch wieder LED. Ganz viel. Wahrscheinlich bin ich schon vorbeigerannt und ihr schreit gerade vor dem Monitor. Hey Leute! Ne, ist auch nur... Normale Zeug. Wir haben so eine Kernbohrung hier. Müsste man noch rein theoretisch mal was finden. Nö. Ach komm. Ist doch blöd. Kohle.
Auch gut. Kohle und schon wieder LED. Och, Herrgott. Ja, nehmen wir ein bisschen Kohle mit. LED, 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 LED. Nee, kein LED. Kohle ist gut. Das bisschen Eisen, was wir rausgehen, das reicht ja bei weitem nicht. Ja. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, ich suche weiter Eisen und wenn ich es gefunden habe, dann geht's weiter. Jetzt ping, Eisen, scheiße. Nee, aber wir machen jetzt hier für diese Folge Feierabend und wie gesagt, Eisen, mehr Stahl, mehr Stahl, mehr Stahl, upgraden in die Stadt. Öl suchen, Waffenteile suchen, Zombies töten. Das wird so dann die für die nächsten Folgen, denke ich mal, der Plan sein. Sage ich jetzt, vielleicht ist dann auch wieder was komplett anderes. Wer weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen oder einen netten Kommentar. Das hilft dem Kanal immer. Und ja, Feedback, Kritik ist natürlich auch willkommen. Immer her damit. Ansonsten, schönen Tag, viel Spaß beim selber zocken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.